die Arbeiterverräter der SPD und Gewerkschaften. Ich bin froh, heute bei Ihnen hier in Lüneburg sprechen zu dürfen. Die Nationaldemokraten sind heute hierher nach Lüneburg gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen den Ungeist dieser Zeit, in der alles Heimatverwundete und Identitätsstiftende von den Politkonoven in Hannover und Berlin mit Füßen getreten und tagtäglich vergewaltigt wird. Gegen all diese Missstände geht die NPD in diesen Tagen vor der Landtagswahl auf die Straßen von Niedersachsen, um deutlich zu machen, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, wie unsere Heimat abgewickelt wird, wie uns fremde Sitten und Gebräuche aufgezwungen werden und wie auf unsere Kosten eine Kunstwährung am Leben gehalten wird, die eine Mehrheit der Deutschen niemals haben wollte. Wir Nationaldemokraten sagen aber auch ganz klar, dass an all diesen Missständen und an der schleichenden Islamisierung unserer Heimat nicht allein die Ausländer die Schuld haben. Denn sie nehmen nur die Angebote an, die ihnen von den Versagerpolitikern, von den Linken bis hin zur CDU auf ein Silbertablett serviert werden. Daher treten wir ein für Sicherheit durch Recht und Ordnung, dass alle deutschen Städte wieder lebenswert werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Und es wird heute nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier in Lüneburg auf der Straße stehen. Auf der Straße stehen, um für soziale Gerechtigkeit und nationale Identität zu kämpfen. Liebe Bürger, sorgen Sie dafür, dass ab kommender Woche nicht mehr hinter verschlossenen Türen des Landtags gekungelt und gemauschelt werden kann. Sorgen Sie dafür, dass unsere Vertreter der NPD künftig Klartext im Landtag von Niedersachsen sprechen können. Machen Sie den Wahltag zum Zahltag. Wählen Sie NPD. Weitere Kundgebungen folgen. Donnerstag, 17. Januar, 10 Uhr in Uelzen, 15 Uhr in Wolfsburg. Freitag, 18. Januar, 10 Uhr in Peine, 15 Uhr in Celle.